Jo, servus Leute. Heute geht es mal etwas um verschiedene Sachen. Ich möchte ein paar Dinge ansprechen, was die meisten Zuseher bestimmt schon aufgefallen ist. Hier ist ein neuer Untergrund. Gefällt mir richtig gut. Recht günstig zu bekommen. Das ist mit weniger eine übergroße Mauspad oder ja, Mausmatte, wie auch immer, wisst, was ich meine. So kommt das geliefert, wenn das interessiert. Also sehr zu empfehlen, also gute Qualität und ja, ich finde, das sieht einfach richtig schön aus. Habe ich ein paar Mal anderen Videos gesehen, so ähnliche Untergründe. Ja, das zu meinen und vielen, vielen Dank für 564 Abonnenten. Danke da draußen. Prost, Leute. Ja, gleich vorab, es kommt ja erstmal kein Giveaway. Vielleicht später mal, vielleicht bei 600 Abonnenten. Mal schauen. Aber ja, natürlich, logisch. Freut das einem natürlich, wenn die Zuseher oder besser gesagt Abonnentenzahlen steigen. Ganz normal. Nur kurz hier mal, damit es auch mehr zu sehen gibt. Wenn ich jetzt rede, ja, zu meinem Kanal, vielleicht ganz kurz, wer neu ist, bei mir geht es ganz spontan zu. Ich mache ganz spontan Videos. Die plane ich selten. Ich schneide nach wie vor meine Videos nicht. Die Videos sind einfach so, wie ich bin. Unkompliziert. Ja, das möchte ich weiterhin so behalten. Also, ich mache da keinen großen Aufwand. Einfach nach Lust und Laune, je nach Muße natürlich, mache ich Videos. Und ja, es freut mich, dass es 564 Abonnenten. Ja, also 564 Abonnenten schauen nicht regelmäßig meine Videos. Das ist bei den meisten Kanälen so, aber mir geht es ja einfach um den Spaß. Natürlich, der muss gegeben sein, sonst werden auch die Videos nicht gut und so weiter. Ja, also vielen Dank nochmal dafür. Zudem, des Weiteren ist mir in letzter Zeit wieder aufgefallen, wie sehr der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Es ist, ja, das fällt mir in letzter Zeit wieder mal mehr auf. Einfach ein Beispiel bezüglich EDC. Ja, diese EDC-Tasche, schwer hier drauf zu bringen, so nahe an der Kamera, aber zum Beispiel, man geht aus der Wohnung, vergisst zum Beispiel seine EDC-Tasche, das passiert mir manchmal. Der Körper gewöhnt sich an solche Dinge. Einfach das Tragegefühl ist dann nicht da. Wenn ich aus der Wohnung bin, hoppala, etwas habe ich vergessen, genau, meine EDC-Tasche. Das zum Beispiel, also das möchte ich damit sagen. Bei mir auch wieder neu eben, dass ich eine Uhr 24 Stunden am Mann habe, diese neue Casio G-Shock. Ja, bin ich auch schon gewohnt worden. Wie gesagt, besser gesagt, der Körper ist das gewohnt geworden, das Tragegefühl. Habe ich die Uhr nicht mehr am Handgelenk, dann fehlt sie mir einfach, weil ich sie schon so gewohnt geworden bin. Dasselbe gilt einfach auch zum Beispiel für diesen Smartphone-Holster rechts am Gürtel. Die Bewegung, das Smartphone herauszufischen und wieder zuzumachen, das habe ich mittlerweile so intus. Das geht
fast von selber vonstatten, eben ohne nachzudenken. Ja, der Mensch ist eben ein gewaltiges Gewohnheitstier. Ja, zum Messern, oder weil ich sie da habe, die Gürteltasche, die meine Frau jeden Tag auf der Arbeit trägt. Das Tragegefühl ist ja auch so gewohnt geworden, wie ich meine EDC-Tasche gewohnt geworden bin. Ja, kommt da eben auch vor aus der Wohnung. Sie spürt die Tasche am Körper nicht und sie weiß eben dann sofort, was sie vergessen hat. Das ist, ihr wisst bestimmt, was ich meine, und euch geht es manchmal sicher ähnlich. Zum Messern dann später. Kurzes Beispiel auch. Ich habe aufgehört, also ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Also meine Frau eben auch, und das ist auch reine Kopfsache. Also ich will nicht sagen, dass ich zu viel Alkohol konsumiert habe, aber das ist auch Gewohnheit. Ja, wie viele wissen, wir trinken jetzt nur mehr dieses Bier hier, schmeckt uns einfach. Und ja, es ist auch reine Kopfsache, Gewohnheitssache. Und so ist es auch bezüglich Schokolade. Ich habe ja recht lange, muss ich sagen, wirklich zu viel Schokolade gegessen. Das ist, wie schon erwähnt, reine Kopfsache. Ich wollte unbedingt aufhören, denn ich will lange fit bleiben, ich will alt werden natürlich, und da ist Schokolade generell zu viel Zucker natürlich, also nicht fördernd. Und ja, ich habe mir einfach richtig vorgestellt, was isst du? Was nimmst du zu dir, wenn du Schokolade isst? Was ist da drin? Ja, und das muss man sich wirklich klipp und klar, also ganz klar ausmalen, was man sich eigentlich dem Körper zumutet, was man da konsumiert. Extrem viel Zucker und so weiter. Jeder weiß, wie ungesund Schokolade ist. Natürlich, niemand sagt was, das macht nichts. Ein, zwei Stücke Schokolade, ein, zwei Rippen oder was am Tag. Schadet dem Körper kaum. Aber das geht bestimmt mit dem Rauchen auch gleich. Ich habe nie geraucht in meinem Leben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich wie bei Schokolade funktioniert, also wie es bei mir funktioniert hat, aufzuhören. Reine Kopfsache. Richtig vorstellen, was man da konsumiert. So hat es bei mir geklappt. Also jetzt vermisse ich Schokolade überhaupt nicht mehr. Das war vorher ganz anders. Ja, das wollte ich kurz erwähnen. Ich glaube, ich hoffe, dass ich manchen da auch inspirieren kann. Vielleicht, also bezüglich Rauchen. Ich weiß, jeder weiß, dass viele Menschen einfach rauchen und aufhören wollen, und vielleicht klappt das dann auch ähnlich wie bei mir mit Schokolade. Das war bei mir ein großes Thema, aber jetzt bin ich stolz auf mich selber, dass ich es geschafft habe, dass ich keine Schokolade mehr vermisse. Im Gegenteil, also ich esse jetzt mehr Datteln und so weiter. Okay. Es ist kein Gesundheitskanal bei mir, sondern mehr ein Gier- und Messer-Kanal. Bezüglich Gewohnheit ist es auch bei Messern ähnlich. Also, ich bin ein Österreicher, wie die meisten wissen, und deshalb bin ich einfach ein Handmesser gewohnt. Kurz vorab, ja, es ist natürlich gleich beim Messer. Man geht aus der Wohnung, vergisst sein Messer oder ein Messer. Gleich wie bei der Uhr zum Beispiel. Man greift an die Hosentasche, wo man sein Messer trägt. Das Messer fehlt, unbedingt schnell zurück, rein in die Wohnung, Messer in die Hosentasche, denn sonst geht einem etwas ab. Man fehlt, etwas fehlt einem, man fühlt sich irgendwie nackt, ja.
Wisst ihr, was ich meine? Und wie gesagt, ich habe ein Handmesser, also sorry, ich habe zwei Handmesser oft probiert, weil sie mir auch sehr gut gefallen. Zwei Handmesser haben einfach was. Das sind, ja, haben einen klassischen Charakter einfach. Das hat einfach was. Die strahlen auch etwas aus. Aber wie gesagt, ich bin Österreicher und mir sind einfach ein Handvoll da lieber, weil sie mir praktischer sind. Wie gesagt, einfach Gewohnheit. Dieses Zweihandöffnen, ja, wird man bestimmt auch gewohnt. Aber da ich eben Möglichkeiten habe zu wählen, greife ich doch einfach immer zu ein Handmesser. Ja, es gibt sehr viele, weiß ich, aus Foren und so weiter, Gruppen. Viele haben, ja, speziell wegen den 42er natürlich, zwei Handmesser, täglicher Mann, und sind es bestimmt gleich gewohnt, wie ich ein Handmesser gewohnt bin. Jo, das zum Thema Gewohnheit. Des Weiteren, ja, bin ich, das ging mir, weiß nicht wie oft schon, ich bin wieder mal, ja, kann man so erwähnen, satt geworden, was Messer betrifft. Logischerweise stöbere ich nach wie vor sehr gerne Messer, sei es in Katalogen, in Shops und so weiter. Aber natürlich gefallen mir immer wieder mal Messer, aber also nicht so sehr, dass ich den Drang verspüre, das jetzt unbedingt haben zu wollen. Das geht jetzt schon, ja, relativ lange. Ja, ich bin mit meinen Messern, die ich zurzeit besitze, wieder mal, das ist natürlich schön, rundum total zufrieden, und mir fehlt zurzeit nichts. Einfach nur, ich habe noch mehr Messer, aber jetzt einfach ein paar spontan zusammengesucht, die mir, ja, persönlich wichtig sind, die mir sehr gut gefallen. Klassisches Beispiel bei mir ist nach wie vor mein gutes, altes, heißgeliebtes Feldkniffen F1. Ja, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, diesem Messer bin ich so vertraut, eben, das bin ich so gewohnt. Gibt kein anderes Messer, ja, mit dem ich so vertraut bin wie mit diesem Feldkniffen F1. Ja, einfach das Design spielt natürlich eine Rolle, dass es eine so Vertrautheit gibt. Da stimmt einfach alles: Größe, Gewicht und so weiter. Ja, ist einfach so. Kein anderes Messer kommt an diese Messer für mich persönlich ran. Sei es eben beim Bushcraften. Erste Wahl bei mir dann das Joker Ember mit Flachschliff. Brauche ich kein anderes Messer zum Bushcraften. Da, ja, gibt es für mich jetzt auch kein Messer, was so viel besser oder wäre wie das Joker Ember, oder eben, das gehört auch noch verwendet, mehr verwendet. Das helle hier mit dem schönen Wasserbirke-Griff. Ja, immer wieder mal schaue ich mir Feldkniven A1 an, wenn eines angeboten wird. Aber ich gehe auch zu wenig raus, muss ich sagen. Ich habe auch zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Freizeit, um mehr draußen zu machen. Deshalb reicht mir auch völlig aus das SRK von Cold Steel. Ja, und es ist eben auch schön, hat seine großen Vorteile natürlich, wenn man seine Messer, seine wenigen Messer, aber wenig dafür nimmt man dann nur mehr die her. Wenn man weniger Wahl hat, dann wird man diese dementsprechend mehr gewohnt, vertraut. Ja, macht es auch mehr Spaß,
mehr mit seinen Messern zu machen. Erkläre ich das mir mit diesem OTF-Messer, Macrodeck, Ultradeck, will ich nicht mehr missen. Als EDC, gleich immer meine Uhr. Das ist so ein tolles Set. Ja, Leute, also habe ich so ziemlich alles erwähnt, was ich heute erwähnen wollte. Das ist wieder mal schön, ja. Und um zufrieden zu sein, also Thema Gewohnheit hauptsächlich in diesem Video, das kann sich an andere Dinge im Leben auswirken. Natürlich, das betrifft jetzt nur Gegenstände bezüglich Gewohnheit, aber Lebensgewohnheiten gibt es in anderen Bereichen auch. Was macht man jeden Tag und so weiter. So, das nur das nebenbei. Aber ich glaube, das spricht vielleicht manche an, inspiriert manche. Passt auf bei euren Gewohnheiten, nicht nur bezüglich Gier und so weiter. Ja, Leute, okay. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen, bleibt gesund. Und benutzt eure Messer. Also, danke fürs Zusehen nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.